Moin, Ahoi und Servus, liebe Angelfreunde. Willkommen bei MX Fishing Germany. Heute mal wieder von der Teichanlage Finkenbach möchte ich euch etwas Neues vorstellen, wie ich schon angekündigt habe. Diese mysteriöse, geheimnisvolle Box, die ich vom Händler meines Vertrauens bekommen habe. Schauen wir mal rein. Was hat es auf sich? Machen wir mal auf, schauen rein. So sieht's aus, Freunde. Ein ganzes Riesenpaket an verschiedenen Spoons. Eine bestimmte Marke, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe in Deutschland. Deswegen haben wir die jetzt wieder eingeführt, zusammen mit dem Shop fischmit.de. Und ich habe eine große Sammlung davon bekommen, also alle Modelle, die bei dem Shop zur Verfügung stehen. Verschiedene Farben, verschiedene Gewichte. Und heute möchte ich nur mit diesen Spoons fischen, um euch zu zeigen, dass das Ganze auch funktioniert. Ob sie auch funktionieren, nicht wahr? Und was das Ganze auf sich hat, weil die verschiedenen Modelle sind natürlich alle durchdacht. Also warum haben sie diese Form? Und welche Modelle sind es überhaupt? Wann verwende ich diese Modelle? Ja, Freunde, also fangen wir an und ich hoffe, wir können hier ein paar richtig schöne Forellen fangen heute. Übrigens, es ist mittlerweile schon so kalt, weil wir haben Anfang November und das Wasser wird kühler, das Wasser wird klarer. Ich hoffe natürlich, dass die Forellen das Ganze mögen. Es heißt ja eigentlich, dass im Sommer die Fische schlechter beißen. Aber gerade in diesem Jahr erfahre ich an der Teichanlage Finkenbach das Gegenteil. Also sobald es kühler wurde, ist das Beißverhalten der Fische sehr gesunken, komischerweise. Ich verstehe nicht warum. Im Sommer habe ich statistisch gesehen viel besser gefangen. Also bei Hitze 35, fast 40 Grad hat es bei mir persönlich besser funktioniert. Ich hoffe, heute wird es uns nicht genauso ergehen wie an den letzten Angeltagen, wo ich recht wenig gefangen habe, statistisch wenig gefangen habe. Deswegen machen wir das Beste draus. So, Freunde, und natürlich zeige ich euch vorher erstmal die Modelle, die es gibt, ja, weil es ist natürlich logisch, dass man verschiedene Modelle braucht mit verschiedenen Aktionen. Also für passive Fische, für aktive Fische, für semi-passive, semi-aktive Fische. Deswegen habe ich mitgeholfen beim Shop, die Modelle auszusuchen, die Farben auszusuchen, so dass wir im Endeffekt verschiedene Modelle haben, je nach Verhalten der Fische, je nach Gewicht, also verschiedene Gewichte. So die Standardgewichte habe ich jetzt ausgesucht und natürlich auch die Farben, was sehr wichtig ist. Eine schöne Palette an verschiedenen Farben, also aktiv, passiv, semi-passiv, alles auf die Aktivität der Forelle zu reagieren und natürlich auch auf die Lichtverhältnisse und Wasserverhältnisse, Wassertrübung und so weiter. Ja, dann fangen wir mal einfach mit dem leichtesten Spoon an, den ich jetzt ausgesucht habe. Das ist der Lema von Crazy Fish. So sieht das Ganze aus. Ein recht aktiver Spoon von der Form her, richtig schön breit nach hinten, aber recht flach. Wir packen die auch mal gleich aus, schauen uns die Farben auch an und also während des Fischens natürlich, dass das Ganze nicht so langweilig wird. Ich zeige euch mal so die Farbpalette so einigermaßen. Ja, also ihr seht hier einige grelle Farben, einige so etwas zwischendurch, zwischen grell und passiv natürlich. Ja, und wir packen das Ganze mal einfach aus und probieren uns erstmal hier einen schönen, vielleicht orangenen Spoon habe ich da irgendwo gerade gesehen. Genau, so einen orangenen mit ein bisschen Glitter drauf vorne und hinten ist er gold. Den nehmen wir erstmal. Dann haben wir 1,8 Gramm, den Soar von Crazy Fish. Ein, sage ich mal, universeller Spoon, der so zwischen aktiv und passiv liegt, also etwas schmälere Form, aber etwas mehr gebogen, also ausgestanzt, sage ich mal. Das heißt, er hat ein recht aktives Spiel. Da wir schon orange haben, nehmen wir jetzt mal einfach mal so ein pink Chartreux-farbenen dazu in 1,8 Gramm. Ich weiß, die Gewichte sind jetzt relativ leicht für den Herbstanfang, aber die Fische wurden gerade besetzt und die sind jetzt recht zügig an die Oberfläche gekommen. Habe ich schon ein paar beobachtet, deswegen fangen wir jetzt mal etwas leichter an. Und dann haben wir noch den Soar in 2,2 Gramm hier. Aber wir nehmen jetzt mal den Seeker. Seeker heißt er. In so einer schönen Farbe. Wassermelone. Pink mit so einem leichten Grün. Und
probieren das Ganze mal aus. Ne? Also ich würde sagen, auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal Action, dass wir auch mal schauen können, ob die Fische auf unsere Köder überhaupt reagieren. Der Seeker ist übrigens ein super Spoon auch fürs Bachfischen. Also wenn ihr auf Bachforelle angelt oder auf Döbel angelt, er hat eine länger gezogene Form. In 2,5 Gramm schwer, gibt es auch andere Gewichte. Und er funktioniert an der Strömung auch sehr gut. Wunderbar einfach, weil natürlich diese langgezogene Form hat einen wenigeren Widerstand gegen die Strömung. Und wir nehmen jetzt da einfach mal so einen weißen, würde ich sagen. Dann haben wir jetzt erstmal unsere drei Starter-Spoons. Also weiß mit Gold, nee, weiß mit Pink hinten. Na, man sieht das noch ganz schlecht, aber ich packe sie gleich aus. Dann haben wir Orange und Pink Chartreux. Chartreux. Probieren wir das Ganze mal. So. Und zwar sind diese Spoons alle in Japan designt. Hergestellt werden sie natürlich nicht in Japan, wie schon viele Hersteller. Alle sind ausgewichen auf günstigere Herstellungsmöglichkeiten, sage ich mal. In Japan wird das Ganze einfach unheimlich viel Geld kosten. Deswegen hat die Firma Crazy Fish auch entschlossen, ihre Spoons in Japan designen zu lassen, aber in Taiwan herstellen zu lassen. Ja. Das macht dann den Preis richtig schön günstig für uns, dass sich auch jedermann solche Spoons leisten kann und keiner einen Kredit aufnehmen muss, um sich ein paar Spoons zu kaufen. Ja, so eine Sache. Also hier sehen wir natürlich den Namen Seeker, Information, dass der Spoon UV Glow ist, also ultraviolett leuchtet, und japanische Maito-Haken sind drauf. Die Haken sind mit Widerhaken, also für alle, die nicht auf die Schonhaken stehen. Wir haben die Farbe und wir haben 2,5 Gramm. Also alle Informationen stehen auf der Verpackung. Sehr schön gemacht. Dann machen wir mal so ein Unboxing. Packen wir das schöne Teil mal aus. Und wie ihr seht, alle Crazy Fish Spoons sind mit einem kleinen Ring hier vorne versehen. Ja, also ein kleiner Sprengring ist vorne, wo man das einhängt, drauf gemacht. Alle Spoons haben hier die Grammatur hinten drauf, also man sieht, wie viel Gramm er wiegt. Das ist auch sehr bequem, nicht bei allen, selbst ultra teuren Herstellern sieht man hinten, welche Gewichte der Spoon hat. Das ist dann unheimlich verwirrend und man kann nicht schnell arbeiten damit. Und das finde ich sehr schön bei Crazy Fish. Dieser Ring vorne, um drauf nochmal zurückzukommen, er ist nicht unbedingt notwendig. Der Hersteller hat ihn nur drauf gemacht, damit das Ganze für euch bequem ist. Also wir können dann bequem den Spoon wechseln, einhängen, aushängen aus dem Karabiner. Nur deswegen. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr ihn natürlich runter machen. Dann habt ihr auch noch verschiedene Sprengringe auf Reserve, wo ihr auch woanders benutzen könnt. So, und nochmal eine Info für euch, Freunde, welche Routen benutze ich denn jetzt für diese Spoons? Also ich habe jetzt die Möglichkeit, drei Routen zu fischen, sozusagen. Ich habe drei verschiedene Wurfgewichte im Endeffekt bei jeder Route und verschiedene Spoons. Ja. Und wie habe ich die jetzt überhaupt drauf gemacht, ja, um das Ganze mal zu klären? Also natürlich den schwersten Spoon von 2,5 Gramm habe ich auf die schwerste Route gemacht, bis 5 Gramm. Ja, logisch. Jetzt den 2,2 Gramm Spoon habe ich auf die Route bis 4 Gramm gemacht. Auch, denke ich mal, logisch. Also wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, sozusagen je nach Grammatur, Spoons oder Köder drauf zu machen, könnt ihr das Ganze natürlich nutzen. Das ist ein richtig schöner Zusatz zum Werfen. Also umso leichter der Spoon oder der Köder an sich, umso feiner muss das Rötchen sein, also vom Wurfgewicht allgemein. Ja. Und auf die leichteste Route bis 3,5 Gramm mache ich natürlich den 1,6 Gramm Spoon drauf. Den Lema auch in UV Glow und wie gesagt 3,5 Gramm Rute, dann wird das Werfen einfach super. Und zwar sind auch auf jeder Rolle von diesen verschiedenen Routen verschiedene Schnüre drauf. Also ich habe jetzt auf der Route bis 5 Gramm und auf der Route bis 4 Gramm habe ich 03 PE Schnur drauf. Natürlich, und auf der Route bis 3,5 Gramm habe ich eine 0,2 PE Schnur drauf. Und überall ist ein Vorfach von ca. 80 bis 1 Meter aus Fluorocarbon, auch in verschiedenen Stärken. So, jetzt müssen wir nur noch die Bremse einstellen, dass das Ganze uns auch nicht alles abreißt. Es gibt heute nämlich auch wieder mal richtig große Bomber, so wie sie der Teichwirt nennt. Lachsforellen von 3,5 bis 4 Kilo. Deswegen
müssen wir natürlich gucken, dass die Bremse richtig eingestellt wird, dass uns nicht gleich die neuen Spoons abgerissen werden. Genau. So, Freunde, hier nochmal die Modelle. Der Seeker, der schwerste 2,5, der Lehmer in 1,6. Es gibt natürlich von jedem Modell verschiedene Gewichte. Deswegen, ich habe jetzt nur diese Auswahl zur Verfügung. Aber in der Zukunft kommen in den Shop natürlich noch mehr Möglichkeiten zur Auswahl. Und das so in 1,8 Gramm. Probieren wir es. Mir jucken schon die Finger. Noch den Müll schnell entsorgen. Entsorgt euren Müll immer richtig. Nicht rumliegen lassen. Ich will nicht an die Teichanlage kommen und euren Müll noch aufsammeln müssen. Dankeschön im Voraus. Wie zum Beispiel hier. Wunderschöne Paste mit Haken und so weiter. Liegt alles rum. Nicht schön, nicht gut. So, Freunde, fangen wir mal an. Endlich. Genug Gelaber, würde ich sagen, oder? Hab bestimmt schon genug vom Gelaber. Deswegen, der Sohr in 2,2 Gramm fliegt das erste Mal ins Wasser. Aber bevor der ins Wasser fliegt, müssen wir natürlich gucken, wie bei jedem neuen Spoon hier direkt am Ufer, wie er läuft, welche Geschwindigkeit braucht er zum Anlaufen, wann stoppt er, wann führe ich ihn zu langsam, wann führe ich ihn zu schnell. Aber er funktioniert einfach wunderprächtig. Also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Er macht genau das, was er machen soll, nämlich schön hin und her wackeln, sich nicht verdrehen, und ich kann ihn schon bei langsamer Führung präsentieren. Er ist stabil und das ist doch sehr gut. So muss das Ganze sein. So, machen wir den ersten richtigen Wurf, würde ich sagen. So, und weil ich ja schon erwähnt habe, dass die Forellen gerade erst besetzt wurden vor 10, 15 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange ich schon die Vorpräsentation mache. Also ungefähr 10 Minuten, und die Fische waren jetzt relativ weit oben. Also sie sind jetzt nicht direkt nach unten gegangen, sondern befinden sich so in der Mittelschicht und an der Oberfläche, so knapp unter der Oberfläche. Woher ich das weiß? Naja, ich habe sie schon gesehen. Solange ich hier gesprochen habe, euch die Spoons gezeigt habe, das Video moderiert habe, habe ich schon ein paar vorbeischwimmen sehen. Also ein paar heißt so 5-6 Stück in einem kleinen Schwarm, direkt an der Oberfläche, und die anderen Fische sind natürlich etwas tiefer. Und deswegen 2,2 Gramm, so ein gutes Mittelmaß, sage ich mal, um auch mal weiter oben zu fischen und das Ganze auch mal sinken zu lassen, ja, und etwas tiefer zu fischen. Deswegen 2,2 Gramm. Also das Wasser ist heute ultra klar. Der Herbst oder der Winteranfang auch, ne, hat den riesen Vorteil, dass alle biologischen Bakterien, also alles, was so im Wasser kreucht und fleucht, Mikroorganismen, bei den kalten Jahreszeiten, beim kalten Wetter, langsam anfangen abzusterben oder ihre, sage ich mal, ihr Leben einstellen oder passiv werden, und deswegen wird das Wasser immer klarer. Darauf müssen wir natürlich auch reagieren. Also es kann sein, dass wir jetzt auf so extrem grelle Farben wie Pink, Chartreux wenig fangen werden, weil wir haben schon eine sehr gute Belichtung, ja, für Morgenstunden, sage ich mal, und das Wasser ist extrem klar, also wie so ein Bergbach, ganz, ganz klares, sauberes Wasser. Wieder abgeht. Der Wahnsinn. Richtig schöne Herbstforellen. Aktiv, wild wie Sau. Und da ist er, Freunde. Der erste Fisch des Tages. Super. Eine schöne Portionsforelle von ungefähr 250 bis 280 Gramm. Ich werde jetzt hier nicht wiegen, natürlich. Auf den Saw. In 1,8 Gramm, Freunde. Ich habe euch vorhin etwas Falsches erzählt. Das ist 1,8 Gramm, nicht 2,2. Ihr seht, die Spoons sind für mich auch nicht neu, aber schon lange nicht mehr gesehen. Deswegen habe ich das jetzt ein bisschen verwechselt. 1,8 Gramm direkt vom Ufer, 2-3 Meter vom Ufer nachgelaufen bis zum geht nicht mehr, und dann mit einem richtigen Schmackes genommen.
Und da ist er, Freunde. Nochmal im Detail, damit ihr das Ganze besser seht. Eine typische Standardform, ja. Etwas breiter nach hinten. Und ihr könnt den Spoon auch richtig schön stoppen, absinken lassen. Er fällt richtig schön in so einem, wie so ein Blatt vom Baum, ja. Und lockt damit die kampfstarken Forellen. Ja, und ich werde versuchen, auf jeden Fall nicht so lange an einem Spoon zu bleiben, an einer Farbe, sondern vielleicht, dass ich einen Fisch mindestens fange, ja, mit einer Farbe, mit einem Modell, und dass ich euch mal so die ganzen Sachen zeigen kann. Deswegen noch ein paar Würfe mit dieser Farbe und dann nehmen wir uns einen anderen vor. Probieren wir damit noch Fische zu fangen, dass wir auch einfach mal so die ganze Palette sehen könnt, ja, und was funktioniert, ja. Also wie gesagt, tagesabhängig natürlich unterschiedlich, aber wir haben eine große Palette an Farben. Ja, ich habe mich da richtig reingehockt bei der Auswahl, wie gesagt, ich habe das nach meinen Vorstellungen, nach meiner Erfahrung ausgesucht und den Shop sozusagen beraten, welche Farben er nehmen soll überhaupt, ja, zum Verkauf, damit das Ganze auch natürlich funktioniert. Also fängige Farben, also statistisch gesehen einfach die mehr fangen und sozusagen nicht den Angler fangen, wie es so oft ist, wie ich es schon oft erklärt habe, sondern den Fisch in erster Linie überlisten sollen. Deswegen habe ich da so ein bisschen die Finger mit drin gehabt bei der Auswahl der Farben, die jetzt im Shop verfügbar sind. Und das war wieder vor den Füßen, Freunde. Direkt vor den Füßen. Wahnsinn. Also die läuft dann richtig schön langsam nach. Und direkt vom Ufer denkt sie sich, okay, jetzt oder nie. Und dann schnappt sie sich den Köder. Und das war jetzt der zweite Fisch auf den Zoo. Ein 1,8 Gramm. Pink Chartreux. Wunderbar. Funktioniert. Den machen wir jetzt mal gleich ab, damit wir noch andere Farben probieren können. So, und jetzt machen wir mal einen Soar in 2,2 Gramm. Ich habe so nämlich das Gefühl, dass die Fische von oben aufsteigen. Deswegen machen wir jetzt mal auch mal eine hübsche Farbe. Muss mal gucken wegen dem Rücken. Vielleicht so ein Orange. So, so einen, Freunde. So weiß mit orangenen Rändern und hinten ist er komplett orange mit Glitter. 2,2 Gramm. Probieren wir den mal aus. Also wie ihr seht, auch extrem scharfe Haken. Japanischer Hersteller Maito. Den kennt keiner. Komischerweise, der ist nicht so berühmt, nicht so hoch gehypt wie andere Hersteller, sage ich mal. Aber er macht auch wunderbare, scharfe, stabile Haken. Deswegen haben wir jetzt schon zwei Forellen verhaften können. Ich muss mich aber gerade heute wieder an die Haken mit Widerhaken gewöhnen. Und normalerweise kann ich etwas schneller fischen, weil ich die Fische nicht lösen muss sozusagen. Sie lösen sich meistens von allein auf Widerhaken. Aber hier muss ich mich wieder dran gewöhnen, dass die Haken keine Schonhaken haben, sondern normale Bärtchen. Was für den einen oder anderen natürlich viel besser ist, ja, gerade für die Anfänger, damit ihr natürlich die größere Chance habt, jeden Fisch zu verhaften, solange ihr noch nicht die Techniken kennt, ja, also noch nicht die Drilltechniken drauf habt, ja, nutzt ruhig so diese normalen Standardhaken. Die Schonhaken könnt ihr natürlich, hoppala, später nutzen. Das war jetzt auch wieder ein schöner Biss. Schonhaken könnt ihr später nutzen, Freunde, wenn ihr es schon drauf habt. Und die Taktik ist aufgegangen, weiß-orange in 2,2, das gleiche Modell, der Soar von Crazy Fish. Ein bisschen schwerer, wie ich es gedacht habe, die Fische stehen etwas unten und 1,8 haben sie jetzt von unten nach oben geschnappt und den haben sie jetzt richtig schön in der Mitte genommen. Wieder eine schöne Portionsforelle. Ungefähr 250 Gramm, 300 Gramm. Orange, Glitter hinten. Weiß mit pinken Rändern vorne. Richtig schönes Teil. Wie ihr seht, funktioniert das Spoon auch wunderbar mit diesen Sprengringen vorne.
Wie gesagt, wenn ihr es etwas bequemer haben möchtet, dann tut sie dran lassen. Das Punkt funktioniert auch mit. Wenn ihr sozusagen das Ganze nicht mögt, macht sie auch ab. Es ist halt oft so, dass dieses kleine Loch im Spoon für manche schwer zu treffen ist mit dem Karabiner. Ja? Das Ganze dauert einfach länger oder etwas länger, bis man den Spoon sozusagen dran gemacht hat. Aber wie gesagt, wie ihr seht, funktioniert das Ganze auch wunderbar mit diesen Sprengringen. Je nach Geschmack, Freunde, je nach Bequemlichkeit, dran lassen oder abmachen. Wow, da war jetzt gerade eine direkt am Ufer wieder. Voll daneben gehauen. Freunde, ein Tipp von mir noch. Wenn ihr oft Bisse direkt vom Ufer bekommt und wenn ihr die Möglichkeit habt, den gleichen Spoon in etwas leichter zu nehmen, dann nehmt ihn ruhig etwas leichter. Ja, ich habe jetzt hier, wie gesagt, 2,2 Gramm und der Spoon sinkt zu schnell. Also wenn jetzt in der Ufernähe fischen möchte, also in der Uferzeile entlang, passiert es schnell, dass der Spoon zu stark sinkt und der Fisch schnappt ihn einfach nicht. Ja, also er hat keine Zeit, ihn zu schnappen. Der Spoon liegt schon am Boden, direkt vom Ufer. Ja, deswegen nimmt er einfach mal einen leichteren und der Fisch hat einfach viel mehr Zeit, den Spoon zu schnappen. Wenn es bei euch dann drauf ankommt, sage ich mal. Ja. So, jetzt probieren wir mal den leichtesten. Also wir haben jetzt auf jede Farbe mindestens einen Fisch gefangen. Jetzt nehmen wir mal den 1,6 Gramm. Warum? Ich habe nämlich gerade gesehen, wie hier vorne gleich ein paar Fische hochsteigen und irgendwas von der Oberfläche schnappen. Deswegen nehmen wir jetzt mal den Lemer in 1,6 Gramm. Orange, Gold, hinten. Wir leihen den mal ein bisschen durch hier in der Gegend und schauen uns mal an, ob da einer einsteigen wird. Auch der Lemer hier wunderbar. Beim langsamen Durchziehen spielt er wunderbar hin und her. Und beim Absinken, oh, einfach das, was er machen muss, wie gesagt. Wenn ich den jetzt stoppe, dann sinkt er so, wie er das machen muss, also wie ein Spoon funktionieren muss. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und der Lemer ist jetzt etwas breiter hinten, eine andere Form als der Saw, den wir vorhin gehabt haben, wenn ihr seht. Ja, also er ist jetzt etwas breiter hinten, hat eine richtig flache Wölbung, also fast keine Wölbung. Und diese Spoons werden überwiegend in diesen Absinkphasen benutzt oder bei einer ganz langsamen Präsentation. Und auch in schweren Grammaturen, um damit vom Boden zu fischen. Also so eine Art Vorführung wie beim Jiggen, wo ihr den Spoon kurz anwerft, dann auf den Boden fallen lässt, den dort eine Sekunde liegen lässt, wieder anwerft. Und so ist diese Präsentation bei diesen flachen Spoons, die nicht gewölbt sind oder ganz wenig gewölbt sind. Also so funktionieren sie auch sehr gut. Man kann sie aber natürlich auch, so wie jetzt, langsam durchleiern. Mit dem Werfen nach vorne funktioniert das. Man kann auch kurz eine Pause machen von 1 oder 2 Sekunden. Der Spoon fängt dann an abzusinken. Je nach Verhalten der Fische. Man muss immer wieder probieren, was gerade funktioniert. Ja, Freunde, und der Lemer in 1,6 Gramm. Gerade der Spoon, den ich euch jetzt gezeigt habe, an einer leichten Route bis 3,5 Gramm. 0,2 PE Schnur. Und da ist sie. Wunderschöne Forelle von 300 Gramm. Orange-Gold, ja. Heute funktionieren übrigens die orangenen Farben ganz gut anscheinend. Herbst, alles wird Orange-Gold. Die Spoons werden auch Orange-Gold. So, Freunde, und weil der Lemer funktioniert hat in dieser Farbe, tun wir jetzt mal austauschen. Klingt zwar komisch, ist aber so. Ich möchte viele verschiedene Farben heute testen, probieren. Deswegen wird er jetzt erstmal abgemacht. Was für manche wahrscheinlich nicht vorstellbar ist, ein Spoon, der funktioniert, abzumachen.
und was anderes dran zu machen. Aber es ist so, Freunde, ich möchte testen heute das erste. Also was heißt das erste Mal? Es ist einfach so, dass ich diese Spoons schon lange nicht mehr in Deutschland gefunden habe oder nicht mehr gesehen habe in einer adäquaten Auswahl und in guten, sage ich mal, Varianten. Deswegen tun wir das Ganze jetzt mal schön austesten. Ja, also Gold hatten wir schon. Wir probieren es mal mit. Nein, das ist zu passiv. Vielleicht mal Chartreux mit Schwarz hinten. Das Licht ist jetzt rausgekommen. Wir haben einen guten Kontrast zum Himmel. Deswegen kann man jetzt schon mal die schwarzen Rücken ausprobieren. Ob das Ganze funktioniert. Werden wir mal gleich sehen. Natürlich kann sein, dass ich mich jetzt ein bisschen täusche bei der Farbauswahl. Aber der Fisch wird uns das Ganze zeigen, denke ich mal. Also nochmal der Lema. 1,6 in Chartreux Schwarz. So, Freunde, und da ist er auf den Lema in 1,6, bloß in Chartreux Schwarz, so wie ich es vorausgesagt habe. Die Sonne ist rausgekommen, deswegen schwarzer, dunkler Rücken und helle Vorderseite. Das flackert schön im Wasser und macht richtig guten Kontrast zum hellen Himmel. Und die Forelle sagt einfach, ja, ich mag das. Und noch eine, Freunde. Chartreux Schwarz, immer noch der gleiche Spoon. Wird Zeit, die Farbe zu wechseln, würde ich sagen. Und zwar probieren wir es mal mit dem gleichen Modell, gleiches Gewicht. 1,6 Lema, aber in so einer wunderschönen Farbe. Das hat mir nämlich gleich gefallen. Und zwar ist das so ein, ja, so ein bläuliches Azurblau oder so leichtes Blau mit ganz vielen kleinen Punkten, rosa, schwarz, und hinten ist er dunkel, also schwarz, und hat so einen leichten Part, so den Endpart vom Spoon mit Chartreux. Auch immer sehr gängige Farben bei klarem Wasser und bei so einer semi-passiven Aktivität, das heißt, wenn die Fische noch aktiv, aber langsam passiv anfangen zu werden, und funktioniert auch meistens sehr gut. Schauen wir mal, ob das geht. Ich fische jetzt ungefähr 30 bis 50 cm unter der Wasseroberfläche mit einem 1,6 Gramm Spoon, weil ich beobachte die Fische nämlich. Mit der Polbrille kann man das jetzt richtig schön sehen, dass sie immer wieder vorbeiziehen, und zwar dicht an der Wasseroberfläche. Also man könnte jetzt natürlich schwerer fischen, um weiter rauszukommen, aber muss man jetzt nicht. Ja, also man kann ja auf das Verhalten der Fische reagieren. Und weil ich sie schön beobachten kann hier, direkt fast am Ufer entlang ziehend, dicht an der Oberfläche, wähle ich natürlich einen leichteren Spoon aus, anstatt mir das Ganze zu schwer. Und natürlich durch einen schweren Spoon habe ich die Möglichkeit, nicht so dicht an der Oberfläche zu fischen. Ja, ich könnte jetzt die Rute hochreißen und versuchen, schneller zu fischen. Muss man aber nicht. Ja. Also man kann einfach einen leichteren Spoon nehmen. Spoon, der nicht so schnell sinkt, so wie jetzt der Lema mit seiner breiten Form. Ach, das war er. Verdammt. Da war er, aber hat sich nicht reingehängt. Auf jeden Fall mit der breiten Form vom Lema. Mit dem leichten Gewicht bleibt er schön in den obersten Schichten. Und ich kann ihn wunderbar stoppen. Und beim Stopp fängt er an, richtig schön abzusinken, zu flackern dabei. Ja, da kommt schon wieder die nächste angeschossen, aber ja, das war zu spät, Freunde. Sorry, du bist zu langsam, Fisch. Du musst schneller machen. Also doch noch.
Hat es doch noch geschafft. Ja, fast selber ans Ufer geklettert. Ja, Freunde, wie ihr seht, die Taktik geht auf, immer schön mit den Farben reagieren. Und dann bekommt ihr auf jeden Fall richtig schöne Fänge. Wieder eine neue Farbe. Aber ein richtig schöner Fisch auf diese bläuliche Farbe mit dem schwarzen Rücken, mit dem grünen Akzent. Funktioniert einfach wunderbar. So, Freunde, ich merke gerade, dass auf extrem grelle Farben, so wie jetzt Orange und Weiß, ich sag mal, gar keine Reaktion mehr kommen. Also im Endeffekt Nachläufer, aber die Fische wollen nicht zupacken. Ja? Deswegen suchen wir uns jetzt mal einen etwas passiveren Saw aus in 1,8. Vielleicht so eine Art. Also so eine grelle Farbe und dann doch noch hinten schwarz, ist auch eine richtig schöne Farbe. Grelles Pink mit Orange-Gelb gemischt und hinten haben wir Schwarz mit Goldflecken. Also richtig schöne Farbe auch für klaren Himmel, aber semi-passive Aktivität. 1,8, weil die Fische, wie ich schon gesagt habe, recht oben sind. Den habe ich jetzt probiert in 2,2. Ich habe Nachläufer, aber keine Bisse. Das heißt, bei dem klaren Wasser und bei der Passivität, anfangs passiven Zeit, wollen die Fische langsam nicht mehr diese ganzen hellen, grellen und aktiven, extrem aktiven Spoons. Deswegen steigern wir uns jetzt mal nach unten sozusagen und probieren das Ganze mal mit so einer Mischung aus aktiv, grell und Passivfarbe. Schwarz, dunkelbraun, dunkelgrün hinten für den Kontrast zum hellen Himmel auf jeden Fall. Mal schauen, ob das funktioniert. So, Freunde, es sieht so aus, als hätte ich wirklich wieder die richtige Farbe gewählt. Denn anscheinend nach. Der Saw in 1,8 Gramm, wie ich vorhin erzählt habe, vorne grell, pink, orange, gelb. Ah, jetzt ist sie abgegangen, verdammt. Aber ihr habt sie gesehen, was das für ein Fisch war. Ihr habt es gesehen, Freunde. Eine 3 Kilo Lachsforelle circa. Auf diese Farbe. Die ist einfach ausgestiegen, ausgeschlitzt. Kann passieren, nicht schlimm. Es gibt noch genug Fisch im Wasser. Deswegen machen wir weiter. Richtig schöne, schöne Lachsforelle. Ich hätte sie euch gern gezeigt, aber passiert auch mir. So, Freunde, diesmal ein Saw in 1,8, nur in einer etwas interessanteren Farbe, sage ich mal. Jetzt mache ich mal den Fisch erstmal versorgen. Da ist er. Ich zeige euch mal die Farbe. Diesmal ist das jetzt so ein weißer, perlweiß,
mit hinten so leicht, ganz leichtes Pink glänzend. 2,2 Gramm, wieder nah an der Oberfläche. Richtig schöner. So Freunde, der Besatz wurde gemacht. Vormittags hatten wir einige Schwierigkeiten, überhaupt Fische zu fangen. Es war so eine Pause, so eineinhalb Stunden hat eigentlich überhaupt nichts mehr gebissen. Haben wir gechillt, haben Mittagessen gemacht und jetzt nach dem Besatz geht's weiter. Die Fische sind frisch, munter, deswegen versuchen wir jetzt natürlich weiter zu fischen, noch mehr rauszuholen. Und ich sag mal so, mit einer guten Auswahl an Farben, an Modellen, an Gewichten, fällt es einem nicht so schwer. Ja. Klar, wenn man nur zwei Spoons hat, ist man irgendwo angewiesen, das zu benutzen, was man hat. Funktioniert aber nicht immer. Also selbst bei guten Tagen laufen manche Farben gar nicht oder sehr schwer. Deswegen muss man eine große Auswahl haben. Groß meine ich jetzt auch, keine 70 Farben, vielleicht 10, 15 reicht eigentlich schon vollkommen aus. Und wenn man dann etwas mehr haben möchte und schon so die Nuancen, die Kleinigkeiten versteht beim Forellenfischen, kann man natürlich auch seine Farbpalette erweitern. Was Crazy Fish zurzeit hat und anbietet bei uns hier in Deutschland, ist eigentlich vollkommen ausreichend. Wie gesagt, ich habe diese Farben nach meinem Gewissen und meiner Erfahrung zusammengestellt, jetzt erstmal ja, bestellt, dass wir das Ganze auch nutzvoll ja, und sinnvoll nutzen können, sagen wir mal so. Ja, eine gute Palette, schöne gängige Gewichte, verschiedene Modelle von aktiv bis passiv, alles ist da, ja, alles kann man verwenden. Und der Preis, Freunde, der Preis ist einfach hervorragend. Ich würde ihn sehr gut sogar nennen, im Vergleich zu anderen Herstellern, die hier angeboten werden, zu manchmal einfach unmöglichen Konditionen. Ja. Vor allem zu dieser Zeit, wo alles viel zu teuer geworden ist, wo das Kleingeld fürs Hobby natürlich auch nicht mehr reicht, sollten die Preise natürlich nicht nach oben steigen, sondern vielleicht etwas menschlicher und auch zugänglicher sein für jedermann. Das ist meine Meinung. Und das Ganze bietet euch natürlich der Shop Fisch mit der Marke Crazy Fish. Zurzeit sind drei verschiedene Modelle im Shop, die ich euch heute präsentiert habe. Ihr habt gesehen, diese ganzen Sachen funktionieren, die Spoons laufen, die Spoons haben gute Haken, schöne Farben. Und wie gesagt, der Preis ist sehr gut zugänglich für jedermann. So Freunde, es geht weiter. Es ist jetzt wieder mal äußerst schwierig. Der frische Besatz ist vorbei. Eigentlich hat so 20 Minuten gebissen. Ganz gut nach dem Besatz. Jetzt hat sich der Fisch schon wieder verteilt. Und es ist wieder schwierig, also richtig schwierig. Ja, ungefähr ein Fisch pro 45 Minuten, dreiviertel Stunde. Nicht einfach. Aber ich kämpfe. Ich fische heute nur mit den Spoons von Crazy Fish. Um euch das Ganze vorzustellen, wie das Ganze läuft, wie die funktionieren, farbenmäßig, technisch. Ich habe gerade zwei Stück hintereinander erwischt, wieder auf den Saw in 2,2 Gramm. In so einer schönen Farbe, wie ihr seht, so ein Chartreux, schwarze Punkte und hinten andersrum, schwarz mit Chartreux Punkten. Direkt vom Ufer, also der Fisch läuft ziemlich lange nach, überlegt sich das Ganze richtig lange. Und irgendwann mal, wenn er merkt, es ist schon fast vorbei, entschließt er sich doch noch zuzupacken. Deswegen kommen die Bisse sehr oft knallhart direkt vom Ufer. Ein paar habe ich versemmelt, eine schöne Lachsforelle habe ich versemmelt, habt ihr auch gesehen. Aber kann man nichts machen. Manchmal passiert sowas, das ist Angeln und bleibt Angeln. Ja, da gehört ein gutes Stück Glück trotzdem immer dazu. Und im Endeffekt habe ich heute 10 Farben. 10 verschiedene Farben haben funktioniert. Wie ich es vorhin erklärt habe, mache ich es immer so, wenn ich ein bis zwei Fische gefangen habe, wechsle ich die Farbe und bleibe nicht zu lange an einer Farbe hocken. Einfach nur, um die ganzen Farben und Modelle zu testen. Natürlich werde ich es nicht schaffen, in einem Video alle Farben und Modelle zu testen. Das funktioniert nicht. Dann müsste ich eigentlich so einen Dreiteiler oder einen Vierteiler machen. Aber
Ich denke mal, so ist es auch schon gut. Ihr habt gesehen, dass das Ganze funktioniert, dass diese Spoons fangen, dass die Modelle auch funktionieren, dass man damit richtig schön variabel fischen kann. So, Freunde, es wird Zeit aufzuhören, leider, und noch ein kleines Schlusswort für heute. Mir haben die Spoons sehr gut gefallen. Eine kleine Geschichte mit den Spoons habe ich schon. Ich habe sie nämlich ungefähr vor 6-7 Jahren schon gefischt. Da waren sie in Deutschland kurzzeitig auf dem Markt. Kenne die Spoons also schon und ich habe mir gedacht, wieso tun wir die eigentlich nicht wieder einführen in Deutschland in die Läden. Zumindest in den Laden, mein Partnerladen, wo ich auch sehr gerne selbst einkaufe. Es gab die Möglichkeit und ich wollte euch natürlich sowas nicht vorenthalten. Ein richtig guter Preis. Wie ihr seht, gute Spoons, die funktionieren. Viele verschiedene Modelle, verschiedene Gewichte und natürlich auch tolle Farben, wie ihr alles gesehen habt. Alles fast live sozusagen am Hauptteich, also am Tagesseeteich. Das ist jetzt kein Mietteich, kein Premiumteich, sondern ein ganz normaler Tageskartenteich, wo wir jetzt zu 8 gefischt haben insgesamt heute an einem Sonntag. Und ich zeige euch mal noch geschwind die Farben, die heute funktioniert haben. Ich probiere das Ganze jetzt mal schnell zu sortieren nach Gewichten und nach Modellen. Und zwar heute haben sehr gut funktioniert morgens der Lema in 1,6 Gramm in Chartreux, schwarz. Ich habe Fänge gehabt mit Orange, mit so braunen Rändern und hinten braun. Dann diese Farbe, dieses bläuliche mit schwarz, hat auch sehr gut funktioniert. Hinten leicht grün. Ja. Dann der weiße mit einem leicht pinken Rücken hat funktioniert. Und nochmal ein, ja, das ist schon ein Zor. Was habe ich denn noch drauf? Dann hier der orangene mit einem goldenen Rücken. Habe ich auch ein paar Fänge gehabt. Das sind alles 1,6 Gramm Spoons gewesen. Wie ihr seht, da sind schon mal 5 Farben, die ich heute auf jeden Fall erfolgreich getestet habe. Und dann kommen wir zu dem Saw in 1,8 Gramm. Diese Farbe hat funktioniert. Auf diese Farbe kam auch der fette Lachs, den ich leider versemmelt habe. Pink, orange, gelb mit schwarz hinten Goldglitter. Dann der morgens Chartreux hinten, pink vorne, sehr gut funktioniert. Dann jetzt habe ich die letzten paar ohne Aufnahme auf diese coole Farbe gefangen, Chartreux schwarz mit schwarz Chartreux hinten, auch in 1,8 Gramm, ging auch ganz gut. Dann hatte ich ein paar Fänge mit 2,2 Gramm vom Saw. Dieses weiße mit leicht orangenen Rändern und hinten komplett orange. Und jetzt habe ich auch ein paar Nachläufer gehabt auf den Seeker in diesem Forellenmuster hier. Auch eine richtig schöne Farbe, um am Bach zu fischen. Hinten Silber, vorne Silber, grün-gelb so leicht mit einem Forellenmuster. Und wie ihr seht, ich habe noch einen Haufen Spoons heute einfach nicht benutzt, weil ich nicht dazu kam. Ja, einfach zeitlich. Jetzt ist das Angeln eigentlich schon vorbei hier an der Teichanlage Finkenbach. Und ich mache jetzt langsam Schluss. So, Freunde, nochmal zu den Modellen, die zur Verfügung stehen, gerade im Shop. Den Shop werde ich euch hier erstmal einblenden. Den Link zu diesen Ködern, zu den Spoons von Crazy Fish, findet ihr in einem festen Kommentar unter dem Video und natürlich in der Videobeschreibung. Und zwar, wie gesagt, wir haben einmal Lema 1,6, ein aktiver Spoon. Dann haben wir den Saw in 1,8. So ein semi-passiv aktiver Spoon, den Saw in 2,2, ein richtig schöner aktiver und semi-passiver Spoon, also man kann ihn universell einsetzen, und den Seeker in 2,5 Gramm, der auch sehr schön geeignet ist, um passive Fische zu fischen und natürlich auch am Bach mit kleiner Strömung zu angeln. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video. Wie gesagt, alle Links zu den Ködern findet ihr unten in der Videobeschreibung im festen Kommentar. Schaut mal rein, der Preis ist heiß, sage ich mal, im Vergleich zu anderen Herstellern, was hier in Deutschland so vertrieben wird. Eine richtig gute Variante, wenn ihr euch eine Sammlung zusammenstellen wollt. Ihr müsst jetzt keine 25 verschiedene Farben kaufen. Also 5 bis 6 Farben reicht vollkommen aus, in verschiedenen Modellen, verschiedenen Gewichten. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich natürlich auch direkt fragen. In den persönlichen Nachrichten oder hier direkt unter dem Video.
Und ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen, Freunde. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet wieder nützliche Informationen für euch herausnehmen aus diesem Video. Ich verabschiede mich und wir sehen uns mal wieder am Wasser. Peace und ciao.